Geht doch gar nicht. Wie hast du das gemacht? Die, wie diese Blöcke platziert sind, dürfte eigentlich gar nicht gehen, weil der Block backt zur Hälfte in dem Block drin. Der ist so schwer. Oh, Aber es passt. jetzt hätte ich fast ein Solange es nicht böses Wort auseinander. gesagt. Oh mein Gott. Weil man muss erst den Pfeiler bauen, den oberen Half-Slab wegbauen und dann den oberen Half-Slab so an der Kante. Also man kann den nur an einer bestimmten Ecke platzieren, so in der Ecke. Dann kann man den in den anderen Block reinbauen. Ja, komisch, komisch. So. Also von unten nach oben bauen und dann die Blöcke weg und wieder hinbauen. Naja, gut. Ich bedanke mich bei dir. Kriege ich meine Pfeiler wieder? Wenn du noch welche hast, ich weiß gar nicht. Oder hast du jetzt alle? Nein, ich habe sie jetzt verbaut. Oh, okay. Gut, ich muss sowieso noch welche basteln. So, wieso kommen denn hier keine Zombies oder so mehr? Das kann doch nicht so hell sein, dass hier nichts mehr spawnt. Ach, da hinten spawnt, da ist mal So, wieder jetzt was. muss ich mal ein bisschen. Oh, nee, ich doch lieber mal hier. Huch. Schlafen gehen, oder? Jetzt Bist du hier gerade? fliegt. Nein, bist du nicht. Oh, schon wieder Nacht. Wie schnell geht die Zeit rum? Es ist schon die ganze Zeit Nacht. Ja, die Zeit, die Ich. rennt bei Minecraft, gerade bei Minecraft rennt sie ziemlich schnell. Besonders wenn man genau weiß, dass man noch was machen muss, und dann geht die Zeit immer so schnell rum. Aber wenn Ja. man auf was wartet, dann dauert es ewig. Selber schuld, wenn du mit Tenshi da zusammen so einen Scheiß machst, da hinten mit den Pfeilern und so. Selber schuld. Bist du jetzt irgendwo in der Bette oder wo guckst du gerade rum? Nein, nee, du Ich bist da gucke unten. in. Achso, du. Na, mach ruhig. Dann mache ich meine Pfeiler. Hier unten bin ich relativ sicher, und solange keine Mobs spawnen. Ich habe noch keinen. Doch, einen Creeper habe ich gesehen. Hier oben In drüber den müsste man ja. Nein, noch Wolken. nicht ganz. So. Ja, dann noch eine Frage. Wie bist du auf meinen Kanal gekommen? Auf den Kanal. Ja, du musst ja irgendwie zu mir gekommen sein. Ja. Ich Sag glaube, mal. das war. Boah, das muss ich jetzt mal nach überlegen. Jetzt. Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, das war durch das Factorio-Projekt. Okay, sehr schön. Aber wie genau darauf ich gekommen bin, da muss ich jetzt nochmal nachdenken. Also das war auf jeden Fall das Erste, was ich gesehen habe. Ich glaube, ich habe auch bei dir gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei dir war. Ja. Ja. Dass du das Ja. Tacket-Tutorial vielleicht auch favorisiert hast. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich versuche ja. Favorisiert? Weiß ich nicht. Ich versuche ja immer so, ich stalk ja immer ein bisschen meine Leute, mit denen ich dann hier auf den Server raufgehe. Muss ja auch mal gemacht Aber werden. das habe ich nicht. Aber das Factoria habe ich gewonnen in dem Gewinnspiel. Ja, dann machst du das doch. Ich Das hab's war doch so. gewusst. Ich hab's doch Ja, gesagt. das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Ja, ich weiß noch, dass ich wegen dem LPT wusste ich nicht, was das bedeuten soll. Und dann irgendwann hat's jemand geschrieben. Ich so, ah ja, irgendwie logisch. Ja, Ja, weiß es jetzt. was ist denn aus deinem Let's Play Together und so? Das ist in. Das hat sich verlaufen. Also, der Kanal war ursprünglich dafür gedacht, aber jetzt benutze ich ihn einfach nur so, um irgendwelche Videos anzusehen. Es ist halt schwierig. Also ich finde gerade diese Together-Sachen sind gar nicht so. Oh, hallo Creepy! Oh, ich hab kaum noch Essen. Ja, komm, explodier doch. Haha, machst du nichts mehr kaputt, du scheiß grünes Ding, du. Okay, ja, ich bin gar nicht so aggressiv normalerweise. Ich bin eigentlich ganz friedlicher Typ. Außer wenn ich Zombies und Creeper sehe. So, Kompressions würde ich mal bleiben. Ja, was wollte ich sagen? Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so einfach. Also gerade, ich mache jetzt 7 Days to Die mit den Ultbull zusammen. Und da haben wir ja uns eigentlich auch gesagt, dass wir, ja, wir nehmen halt, glaube ich, 4 Stunden am Stück auf und haben wir erstmal ein bisschen was und müssen uns dann irgendwann wieder zusammensetzen. Aber er hat ja seine Projekte, ich habe meine Projekte und das ist so schon Zeitmangel. Gerade mit Victorio. Victorio. So. Toll. Keine Mitte in diesem Drecksding. Außerdem ist das total uneben. Was habe ich da für eine Scheiße gebaut? Ah, die Steinhacke ist so langsam. Und gleich kaputt. Machst du einfach Das die reicht aber noch Steinhacken gerade so. kaputt? Ja, mache ich. Also ich hab hier Diamanten aufgebaut, ich habe Eisen voll viel benutzt. Wir haben gerade gar Doch nichts gar mehr. nicht, und ich mache Steinhacken kaputt. Nein, nein, das ist. Diamanten habe ich 11 gebraucht. Ein paar Eisen habe ich nicht mitgezählt.
So, dann. Ich habe ja gar keine Hacke dabei. Doch hier. So, ich muss ja dann noch Motelikes Tür wieder ganz machen. Mache ich nachher auch noch. Keine Angst. Sein Haus wird noch repariert. Sehr schön. So. Aua. Scheiß Wasser. Wasser tut weh. Das wird die kleinste Crawl. Das wird die kleinste Crawl, die ich je gebaut habe. Ist krass, ne? Und das gleich auf so einen krassen Megakanal mit Millionen Abonnenten. Nee, ich find's echt cool. Also, das mittlerweile sind es halt 700 Abonnenten. Klar, davon sind wahrscheinlich massig inaktiv, aber ich find's echt cool, dass es sich so entwickelt hat. 718. Hast du schnell geguckt, oder wie? Ja, ich habe schnell nachgeguckt. Deswegen war ich auch für 2 Sekunden still. Ich wollte gerade nachgucken. Ja, ja. Wird Zeit, dass ich anfange, mir was für das 1000 Abonnenten Spezial zu überlegen. Es wird nicht so einfach werden. Das sieht kacke aus hier. Damit. Ja, das wäre halt die ideale Gelegenheit mit der Server-Sache irgendwie, oder? Oder nicht? Ja, naja, ja. Ich meine ja eher. Ja, kann man vielleicht verbinden. Ich meine ja einfach ein Video zu machen. Das ist ja auch schon so eine Sache für sich. Mal so ein Video zu zaubern. Ein Danksagungsvideo oder bla bla. Kennt man ja so. So, ich habe jetzt also. Kann ich noch einen Block nach links gehen? Ja, einen Block, denke ich, noch einen Block nach links. Also, das ist wirklich etwas extrem mickrig. Nein, jetzt zerbricht die Hacke, das darf doch nicht wahr sein. So, man braucht ja immer ein gutes Fundament, deswegen kommen jetzt noch überall noch Cobblestone. Warum sind Fledermäuse in meinem Haus? Tja. Ich will einen Block abbauen, die Fledermaus fliegt mir vor die Hand und es bricht ab, den Block abzubauen. Denk mal drüber nach, warum die da sind. Ja, warum sind die da? Keine Ahnung, weil keine Lichtquelle drin ist. Keine Lichtquelle drin. Ja. So, da muss jetzt irgendwo muss ich jetzt noch was hinmachen. Und zwar da. Sieht vielleicht komisch aus so am Rand, aber ich mach's trotzdem. So, jetzt haben sie gelüncht mit der Hacke. Richtig so. Die haben es nicht verdient zu leben, obwohl das auch wieder ein bisschen fies ist. Das klingt immer so böse. Man muss ja aufpassen, was man sagt. Sonst könnte man ja, denn glauben ja die Leute, ich habe irgendwie was gegen Tiere. Aber so ist es gar nicht. Ich mag Tiere. Tiere sind, ja, die schmecken gut. Ah, mein Hals, ja, ey. Finde ich auch. Ja. Zombiefleisch schmeckt auch manchmal, aber muss nicht unbedingt sein, deswegen esse ich lieber ein Brot. So, die Brücke ist jetzt einfach meines Erachtens. Könntest du in den Keller kommen und gucken, ob die Größe ja, okay wäre? Ja, ich komme. Ich muss mein Metall leer machen. Ich brauche Holz und ich habe kein Holz und keine Kisten. Hallo, Spider-Man. Wo ist der? Hier ist der Keller. Oh mein Gott! Hier geht's ja runter. Ja. Ich glaube, da kannst du. Kannst du doch bestimmt noch. So. Ein bisschen nach zur Seite geht bestimmt auch noch hier. Das klappt auch noch. Ja, cool. Grab mal so eine Art Rahmen, dass ich weiß, wie viel ich noch wegmachen kann. Gravel! Huch! Nein! Nur, jetzt habe ich das Ding ja kaputt gemacht. Den Marker. Das ist richtig egal. Das weil ich es ja eh umbauen muss. Es tut mir so leid. So, wie tief habe ich jetzt reingegraben? Ich weiß es gar nicht. Klug. 1, 2, 3. Na doch, 3. Na, einfach durchgraben, dann kommt man jetzt raus. Ich könnte den Marker danach auch wiedergeben oder ich setze ihn einfach hin. Oh, hier ist ja was. Ist irgendwas Tolles gefunden, irgendwelche Erze hier. So. Tada! So, sehr schön. Dann haben wir eine fette Query gebaut. Also ich fand es echt immer sehr interessant, da zuzugucken, wie das alles funktioniert. Sehr cool.
So. Wenn sich so von alleine die Kisten alle füllen mit Zeug. Oh ja, vor allem wenn du dann diese. Wir haben ja gleich von Anfang an gleich die größte gebaut, die es ging. Das kann doch nicht funktionieren, weil die nicht auf einem leer sind. Was? Was? Jetzt. Oh. Oder ich habe einfach nur einen Knick in der Optik. Ich kann auch. Wir können auch eins weiter bauen hier. Nee, ich hab. Du, ach so, ich verstehe, du hast den Knick. Es muss ja hier noch Platz haben, damit ich was an die Quelle anschließen kann. Ich brauche hier noch Platz. So. Ich werde jetzt sterben. Ah, ich finde die. Oh, stimmt ja, die geht Bildkraft. Ja nach oben, ne? Die geht ja noch nach oben. Wie sieht denn das jetzt aus hier oben? Scheiße. Ja, die guckt ja noch raus. Wir müssen, glaube ich, noch zwei tiefer gehen. Damit sie nicht mehr oben rausguckt. Wir müssen, glaube ich, tatsächlich noch zwei tiefer. Das habe ich jetzt halt, habe ich jetzt stimmt die war. Ich wusste nicht mehr, wie hoch die ist. Ich dachte, die wären nur drei hoch. Ich habe es ja auch nicht. Ich habe es ja auch nicht gewusst. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann tatsächlich das in der Mitte eigentlich stehen lassen. Du musst eigentlich bloß ringsherum den Rahmen basteln. Zwei tief und dann die Marker rein. Logisch. Der löscht ja, glaube ich, von alleine alles. Ja, aber die Items, ja, die werden dann noch weggelöscht und nicht abgebaut. Ja, ist ja jetzt nicht so viel. Aber das ist ja nur Dreck und Erde. Und Kohle, 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 Kohle. So. So, dann haben wir jetzt hier gleich. Eigentlich hätte man sich nur in den Eckpunkten runtergraben sollen, ne? Ja, du bist so klug. Verdammt. Jetzt hätte auch einen Tick eher sagen können, bevor ich fertig war. Ja, das ist mir gerade immer auf eingefallen. Na gut, jetzt, ach so. Ja, jetzt hast du wieder eins breiter gemacht. Okay, dann mache ich jetzt auch eins breiter. So. Ja, man braucht nur, man muss nur Dreieck markieren. Ach so. Damit. Ja, weil das wird dann ja automatisch zu einem. Ich sag, das wird zu einem. Warum ist das jetzt? Was denn, will nicht? Ah, doch. Hä, jetzt ist ein. Ja. So, jetzt geht's los. Also, gleich geht's los. So, jetzt. Ja, jetzt ist hier aber die. Denk dran. Ja, gleich. Hier müssen wir dann noch raus dann. So. Doch, das war zu cool, das war zu cool. Ich kann den Block da nicht abbauen. Ich kann da nicht. Nein, jetzt ist ja schon wieder, aber das muss auf dem Boden stehen, sonst kann ich die nicht. So, jetzt mach dich zu einem. Bin mal gespannt, ob es so rauskommt. Meine Ecke an. Ja, und aus irgendeinem Grund meint es, es müsste jetzt nicht zu einem Quadrat werden. Ich weiß auch nicht warum. Doch, jetzt. Ah, jetzt. So, jetzt. Jetzt kommt's, jetzt geht's los. Oh ja, da, cool. So, ja, perfekt. Sehr schön. So. Ah. Aber was passiert jetzt? So, jetzt brauche ich erstmal Pipes und Kisten. Ach so, das geht noch gar nicht los. Ist ja langweilig hier. Ja, ich war kurz abgelenkt. Huch, Mist. Ich fall immer runter. Ich beeil mich ja schon. Sehr gut. Machen Sie einen ruhigen. Ich töte erstmal Spinnen, weil die nervt mich nämlich tierisch die ganze Zeit hier. Hallo, Spinni. Ist ja sehr schön. Und ich werde noch ein paar Fackeln holen, weil da sonst ist es da unten so dunkel. Obwohl es eigentlich so, echt hell ist. Ich frage mich, warum. Oh, geht's schon los, oder wie? Ja, nein, ich habe nur gerade die Leiter an. Was so? Los geht's noch nicht. Fackeln. Ich kann mir leider keine Pipes und keine Kisten aus den Fingern ziehen. Ja. Irgendwann schaffst du das auch. Ich glaube, hier werden welche drinne. Ja. So viel Mist dabei. Jetzt muss ich wieder Holz fällen. Wie viel Holz brauchst du denn? Weiß ich nicht. Halt ein paar Holzblöcke, die kann ich mir jetzt auch selbst fällen. Nee, ich habe auch keine einstecken. Nur so ein paar kleine Holzbrettchen. So, Zeug. Ja, 61 Blanken müssten reichen. Jetzt muss ich ja erst das Sortierteil da bauen. Ja. Das ist korrekt, Kollege. Ja, das ist korrekt. So, vier Kisten, die sollten für sinnvolles Material ausreichen. Jetzt haben so, die Pipes habe ich, jetzt brauche ich. Ich muss schon wieder Diamanten benutzen. Für was brauchst du jetzt schon wieder Diamanten? Immer braucht der Diamanten. So, ich werde jetzt. Jetzt ist das Terminal ganz tot.
Ja, vielleicht weil kein Licht mehr von oben kommt. Ja, dann Bett. Bettchen. Bettchen-Time, Bettchen-Time. Vielleicht soll ich die Betten mal auseinanderstellen, das kommt immer komisch. Also, solange kein weibliche Mitspielerin kommt, ist das irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich möchte bezweifeln, dass da so schnell was kommt. Was, also eine kommt oder eine erscheint, nennen wir es mal so. Dass hier irgendwelche Leute komische Sachen denken. Ich war gerade am Überlegen, ob ich hier so eine Art kleinen Dings mache. Ich glaube, das mache ich aber. Also mal gucken. Ungefähr so. Was denn Bin ich los? rübergerannt, nur um zu merken, dass ich die Diamanten vergessen habe. Der Terminal blinkt sich schon wieder zu Tode. Ja, das mag der. Das ist. Das gehört so. Der hat halt nicht so viel. Ich kann dir mal was reinschmeißen. Und du hast halt, da ist ja Kohle drin. Nein, 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 nicht reinschmeißen, weil das wird ja dann verbraucht und das wäre dann Verschwendung. Ja. Das, was jetzt drin ist, ist eigentlich schon zu viel. Eigentlich muss man nur ein Kohle rein, weil es muss ja nur Strom da sein, während man es benutzt. Ein Bucket. Ach stimmt, ich wollte die Tür eigentlich auch noch einsetzen. Ja. So, Diamantenpipes. So, jetzt gibt es eine schöne fette Eisentür. Klick. Passwort eingeben. Passt. Und So, jetzt. jetzt hack ich diesen Baum hier Weg weg. damit. Ja, hier unten ist einfach kein Nein. Platz. Hand weghacken. Ja, du schaffst das schon, du schaffst das. Ja, ich bin am Hacken. Achso, hackt ja schon durch die Gegend. Dann ist ja logisch, dann schaffst du es bestimmt. Jetzt ist der Hacke zerbrochen und ich hätte noch zwei. Du Nein, hättest nein, noch das reicht es nicht. hättest noch Zwei Blöcke zwei. abbauen und jetzt zerbricht die Hacke. Ja. So, neue Hacke gemacht und wieder runter. Kann ja mal passieren, ne? Ach shit, was brauche ich denn hier für Mist zusammen? Gibt's ja gar nicht. Ich möchte eigentlich eher ein Loch schaffen, wo man dann Wasser und so, ne? Versteht schon, was ich meine. Wasser und so. Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen. So. Ja, so darf das ja gar nicht sein. So darf das gar nicht sein. Geht doch alles in eine Kiste und die läuft über. Ja, da muss man dann halt mehr Kisten dranhängen, aber ich sollte für so eine kleine Query reichen. So, jetzt kommt die Sortierpipe. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich komme dann gerne runter noch und schau mir das alles Ja. nochmal an. So, jetzt. Was machen wir mit dem Cobblestone und Dirtmüll? Naja, Müll ist Müll. Ja, wohin mit? In den Müll? Ich weiß es nicht. Einfach eine Kiste rein und dann. Dann quillt die Kiste über. Ja, oder du machst hier einfach wirklich. Ich habe doch hier. Ich kann dir ein Stück Lava holen und dann machst du da Ja, ein einfach. Stück Lava hätte ich gern. Dann machst du dann Ja, einfach dann. in so ein scheiß Loch und dann. Ich gehe. Ein gutes. Ja, dann baue schon mal irgendwas, wo das Loch dann reinkommt. Ich muss jetzt erstmal in die Höhle runter und holen dir ein Stück Lava. Weil ich so nett bin. Ich könnte ja auch so ganz freakig Ah, sein. dachte, du bist gerade schon im Inventar. Nee, nee. Ich könnte auch so ganz freakig sein in den So, Nether ein gehen Gelb dafür, aber dort. nein, das mache ich nicht. So, lange ist es her, als ich das letzte Mal hier unten war. Ich glaube, das letzte Mal mit Sascha, also der letzten Woche. Und mal schauen, ob wir hier unten was finden. Da sieht doch aus wie Lava. Das ist alles so zeitaufwendig. Das ist Lava. Ja, das ist So, jetzt brauche ich Tekkit. jetzt muss ich nur noch die Engine. Jetzt muss ich nur noch die Engine mit Zeug versorgen. Ah, die Engine, Mit ne? Lava und mit Wasser. Bin ich ja mal gespannt, ob du das hinkriegst mit der Engine.
So, komm, mach hin. Theoretisch, wenn ach ja, ich habe ja einen See vor der Haustür, der kann ja nur Wasser abpumpen. Gut, dann hat sich das Problem erledigt. Könntest du eine Pumpe machen? Wie, aber dann geht das Wasser doch weg. Außer du machst eine unendliche Nein. Quelle. Das ist nur ein Block. Das ist unendlich, wenn das nur ein Block hoch ist. Aber wollen wir tatsächlich die schöne Umgebung für eine Pumpe missbrauchen? Ich kann dir auch das Wasser irgendwo unten hinlegen oder so, wenn du das Wasser zum Kühlen oder sowas immer. Was brauchst du Wir eigentlich Wasser? haben 3x3 Feld, um die Engine zu kühlen, damit sie nicht in die Luft fliegt. Was, die muss gekühlt werden? Ja, sonst macht's Boom. Schlechte Engine, schlechte Engine. So, ich habe jetzt hier übrigens einen Lava-Eimer. Da ist dann wahrscheinlich der Lava. So. Ja, das kann man eindeutig sehen, wo er hingehört. So. Schön, schön, schön. Gibt's Kaktus? Ah, in die Kiste kann man gar nicht reingucken. Muss man offen machen hier noch. So, jetzt. Sehr schön.